Am Freitag nimmt der Fußball wieder Fahrt auf. In der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt die Fortuna aus Düsseldorf und möchte den 4. Sieg in Serie. In Dresden kommt es am Abend zum Ostduell zwischen Dynamo und Erzgebirge Aue. Bayern-Bosse sprechen auf PK, großer Auflauf beim FC Bayern. Zusätzlich zur Pressekonferenz mit Niko Kovac vor dem Spiel in Wolfsburg hat der Rekordmeister am Freitagmittag einen zweiten Medientermin angesetzt. Zu diesem Anlass werden Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidžić vor die Presse treten. Zu welchem Anlass ließ der Verein zunächst offen? Am Abend hat der FC Bayern Basketball beim FC Barcelona in der Euroleague verloren. In der Handball-Bundesliga glänzte Michael Kraus mit 18 Toren. Sport 1 fasst zweimal am Tag das Wichtigste des Sporttages zusammen. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend blicken wir auf das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages zurück. Viel Spaß damit! Das ist passiert: NBA, Auftaktpleite für LeBron mit Lakers. Die Los Angeles Lakers mit Star-Neuzugang LeBron James legen einen Fehlstart in die neue NBA-Saison hin. Gegen die Portland Trail Blazers muss sich das rund erneuerte Team aus der Stadt der Engel mit 119:128 geschlagen geben. Und Fußball: Aubameyang sorgt für Eklat, das Flugzeug entspricht nicht dem Standard von Top-Athleten. Mit diesen Worten verweigert Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang offenbar die Reise mit dem Gabun. Zum Bericht: Euroleague: Bayern verliert bei Ex-Coach. Der FC Bayern Basketball kassiert beim FC Barcelona die zweite Pleite im dritten Euroleague-Spiel. Ein schwacher Start besiegelt die Pleite schon früh. Zum Bericht: Dell, Meister München entgeht Blamage. Der EHC Red Bull München erkämpft gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings einen Sieg. Münchens Yannick Seidenberg feiert ein Jubiläum in der Dell. Zum Bericht: HBL, 18 Tore, Kraus brilliert bei Stuttgarts Siegspielmacher. Michael Kraus führt den TVB Stuttgart mit einer Torgala zum ersten Sieg nach 6 Wochen. Der Weltmeister von 2007 ist nicht zu stoppen. Zum Bericht: Das passiert heute. Bundesliga: Eintracht will nächsten Sieg. Eintracht Frankfurt hat in der englischen Woche 3 Siege aus 3 Spielen geholt und möchte gegen Fortuna Düsseldorf diese Serie fortsetzen. Bundesliga: Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ab 20:30 Uhr im Live-Ticker 2. Liga: Dynamo bittet Aue zum Ostduell. Heißes Ostduell im Dresdner Rudolf-Habich-Stadion, wo Dynamo Dresden das Team von Erzgebirge Aue empfängt. Mit einem Sieg kann Dresden bis auf Platz 4 springen und gleichzeitig die Sorgen von Aue, die aktuell auf Rang 10 stehen. 2. Liga: Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue ab 18:30 Uhr im Live-Ticker. Außerdem feiert Uwe Koschinak beim SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt sein Debüt als Trainer. 2. Liga: SV Sandhausen, FC Ingolstadt ab 18:30 Uhr im Live-Ticker. Dell: Spitzenspiel in Mannheim. In der Dell kommt es zum Topspiel zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt. Die Adler gehen als Tabellenführer ins Spitzenspiel in der SAP Arena. Die Panther sind 2 Punkte hinter Mannheim Tabellenzweiter und konnten 4 der letzten 5 Spiele gewinnen. Dell: Adler Mannheim, ERC Ingolstadt ab 19:30 Uhr im Live-Ticker. Zudem ist Nürnberg in Iserlohn gefordert und Vizemeister Berlin empfängt Wolfsburg. Das sollten Sie sehen. Rhein-Derby in der Dell: Neben dem Spitzenspiel in Mannheim kommt es in der Dell zum zweiten Kracher, dem rheinischen Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Die EG ist glänzend in die Saison gestartet und befindet auf Rang 3. Der KEC hingegen liegt etwas unter den eigenen Erwartungen auf Tabellenplatz 8 und steht im Derby bereits gehörig unter Druck.
Sport 1 zeigt das Rhein-Derby ab 19.25 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream. Auslosung der CHL Playoffs. Für die Fans des EHC Red Bull München wird es bereits am Mittag spannend. Dann nämlich steht die Auslosung des Achtelfinals der Champions Hockey League an. Als Tabellenzweiter der Gruppenphase dürfte der deutsche Meister einen hochkarätigen Gegner zugelost bekommen. Sport 1 zeigt die Auslosung ab 12.00 Uhr im Live im TV. Das Videoschmankeli Reusern ist auch außerhalb des Platzes ein Teamplayer. Mit seinen City-Teamkollegen Raheem Sterling und Benjamin Mondi sorgt er für das perfekte Tinder-Date.